Sony Interactive Entertainment presents. La la. PlayStation Studios. Insomniac Games. Und natürlich mit dabei Marvel. Dede. Was bisher geschah? Möchtest du eine Zusammenfassung der Ereignisse ansehen, die zu diesem Moment geführt haben? Ich sage Hallihallo, Hallöchen an YouTube. Ich freue mich sehr. Wir spielen ja Marvels Spider-Man, aber Miles Morales oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Ich freue mich sehr und ich würde sagen, wir schauen uns die Zusammenfassung an. Let's go. Möchtest du Untertitel aktivieren? Ja, möchte ich. Let's go. Bis vor etwa einem Jahr lief mein Leben eigentlich normal. Ich lebte am besten Ort überhaupt. Brooklyn, natürlich. Naja. Zwei coole Eltern und stand total auf Wissenschaft und Superhelden. Alles änderte sich, als mein Vater beim Anschlag auf das Rathaus starb. Ich konnte nicht fassen, dass er tot war. Wir konnten es Aber nicht Peter verhindern. Peter Parker und seine Tante May waren für mich da. Und auch Spider-Man. Der, wie ich später erfuhr, Pete ist. Verrückt, was? Ja, bisschen. Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig. Die ganzen Spidey-Superschurken tobten sich aus. Ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte. Und danach dann, ob ihr es glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde... Verrückt. Damit Mom sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete. Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros. Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus. Ich versuche noch, das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen. Schule, Freunde, den Umzug. Oh je. Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen. Aber ehrlich. Oh, schönes Graffiti da. Was die Zukunft bringt. Super. Und da ist er, der Gute. Und ich sag nochmal, herzlich willkommen bei Spider-Man Miles Morales. Jo, wir starten. Und ja, wir sind kurz davor, dass der zweite Teil, also naja, Marvel's Spider-Man Teil 2 rauskommt. Und da erleben wir ja wieder die beiden. Und deswegen wollte ich gern die Story nochmal durchspielen. Ich habe schon mal durchgespielt, für alle, die jetzt sich wundern oder fragen. Aber es ist einfach ein absolut tolles Spiel. Und deswegen, ja, wir legen los. Wir sind unglaublich. Und ich lasse erstmal alles so. Warte mal, ich mach mal hier auf Kopfhörer. So. Und alles andere lasse ich mal so, wie es ist. Okay. Und dann starten wir. Let's go. Oh je. Ah, ich sitze in der Wahlkampfzentrale fest. Kannst du einkaufen? Ich schicke eine Liste. Klar doch, Mutti. Vielen Dank. Miles prima. Oh, das sieht so schön aus, ne? Jetzt kriege ich bestimmt Probleme. Aber was soll ich tun? Es gehört zum Spiel. Oh, 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 oh. Rio Morales. Ja, das ist die Mutti, ne? Oh, erstmal helfen. Danke, Kleiner. Ja, kein Problem. So wird's gemacht. Das ist so cool. Auf jeden Fall, wenn es das Graffiti ist. Ja, das ist super geil. Das sieht echt cool aus. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, ist der lieb, oder? Ist der lieb? Der Kleine? Ja, vielleicht.
Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Theos Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber lassen Sie etwas Platz für den Neuen. Man weiß ja nie. Der weiß schon, wie er es machen muss. Schön. Der Konvoi. Oh je. Ja, wir haben noch nicht unseren Anzug. Roxxon. Die Roxxon Corp. Und los geht's. Auf geht's. Und zwar mit Miles. Wuhuhu, ist das cool. Hey Pete, ich bin gleich da. Wo muss man hin? Verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen. Ah, da. Fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher gestopft haben. Hoffentlich. Okay, ich komme näher. Bin gleich da. Ich sag Mom, dass ich später komme. Miles, Cal, hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Ich schau noch mal woanders. Oh, danke. Und geh nicht nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja, gute Idee. Ja, klar. Wir gehen da mal lieber nicht hin. Das Pete mit seiner Geheimidentität. Ich mach das total fertig. Ja, das ist wirklich ein Problem, ne? Aber er kriegt schon gut hin. Er kriegt schon echt gut hin. Das muss man mal sagen. Ich habe von Miles leider noch nicht so viele Comics gelesen. Okay. Ich habe damals die Ultimativ-Reihe. Du hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen. Ich sag's da nochmal, wenn wir einen ruhigen Moment haben. Let's go. Pete, bist du hier? Ich brauche noch etwas Treibstoff. Hi. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Doc Ock's Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Scorpion, vielleicht jemand Größeres? Okay, wir haben ein Problem. Ach du Scheiße. Es ist Rhino. Ich schaff das, Pete. Keine Sorge. Miles nicht! Miles! Nein! Das ist sicher. Nee, ist es nicht. Das Gewicht zieht mich mit. Korrigieren auf weiter. Oh. Das war knapp. Eieieiei. Helix 2 stürzt ab. Helix 2 stürzt ab. Achtung, Achtung, Achtung. Ach du Scheiße. Na, das geht ja gut Helix los. Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten, Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay, wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Oh oh. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Bevor das passiert. Hallo, ihr kleinen Spinnen. Ah, so gut. Schönen guten Tag. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Okay, aufhalten. Mach ich. Okay, let's go. Du kannst nirgendwo hin, Spider-Man.
Pete wird mir nie wieder eine solche Mission anvertrauen. Das mit dem Heli war super, Kleiner. Eine echte Heldentat. Hey, Leute. Wir werden uns zusammensetzen und reden. Bitte? Nein? Die wollen nicht reden. Nicht deine Liga. Ciao, das war's. Sieht ganz gut aus, aber bei dir eher nicht. Ja. Na klar. Warum zum Heilen? Ich muss die Kontrolle zurückerlangen. Echt? Auf mich wartet eine große Karriere! Mann, er ist einfach zu gut! Er ist in der Luft! Das macht die Straße, Spider-Man! Komm schon! Irgendwie erschreckt! Sehr gut! Weihnachten in New York! Ich liebe es! So nah war ich noch nie an dem Großen dran! Echt irre! Wahres Kunstwerk, wirklich! So würde ich es nicht sagen! Der Pete, ne? So gut. Haben wir's? Ich hab den Schlüssel weg hier. Oh je. Wir müssen weg hier. Miles, ich brauche Hilfe hier oben. Hast das? Naja. Dieses Jahr ein bisschen drüber, Alexei. Oh, Kalke. Nicht gut. Aber die anderen, die sind ja jetzt weg. Naja, aber der macht größeren Schaden. Let's go. Wow. Die Schlagzeile im Jubelmorgen wird der Hammer! Wenn der Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, haben wir Glück! Oh, Alter, ist der schnell! Junge, Junge, Junge! Das Winterfest! Pete, ich krieg langsam ein übles Gefühl, Mann! Denk nicht sowas! Wir werden ihn aufhalten! Ach, du Scheiße! Wo wir gerade dabei sind, hilf mir doch mal! Ah ja, gar nicht so einfach! Gar nicht so einfach. Okay, ich mach das. Alter, das war cool. Oh, 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 what the fuck? What the fuck? Kleine Spinne. Kann ich den hauen oder so? Oh ja, lala. Ach du Scheiße. La la la. Ey, das war das Insomniac-Zeichen, oder? Schön vorsichtig. Ach du Scheiße. Schnell weg da. Ich bin zwar kein Kinderfreund, aber von so einem Monster überrannt werden muss er nicht sein. Ui. Na, 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 na. Sechs Weihnachten saß ich hinter dicken Stahlmauern. Danke, dieses Spidey. Jahr will ich Spaß haben. Ach du Scheiße. Er ist eine Plage. Er ist eine Lage. Jawohl, genau das Richtige jetzt. Vielleicht. Er ist eine Schwachköpfige. Sehr festlich. Eine schwache, türkische. Oh, so gut. So gut. Okay, weiter geht's. Uiuiuiui. Es ist schon spät. Hey, Mom. Ja. Danach suche ich immer noch. Ist ein echtes Abenteuer. Das kannst du laut sagen. Ja, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen.
Ach, hallo? Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Ja, Mutti. Te quiero mucho. Hab dich auch lieb. Genau, Se quiero mucho. Ich hoffe, das war richtig. Gar nicht so einfach. Alter, der macht eine Randale hier, ne? Wahnsinn. Wir müssen ihn erledigen. Schnell! Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf. Oh nein. Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Und der rennt einfach weiter, ne? Pete, bist du okay? Ach du Scheiße. Und der rennt weiter und weiter. Die ganze Stadt lahmgelegt. Alles klar. Ich hab ihn. Bin gleich da. Mach dich bereit. Okay. Ja. Ach, die Heinis sind auch wieder da. Eine Minute. Mit Raketenwerfer. Na klar. Puh. Alter, wie cool das ist, ne? Klar, der Tipp an die Polizei. Beim nächsten Konvoi nicht mit Panzerfäusten auflaufen. Vielleicht, am besten nirgendwo. Alles kann ich sehen. Nein, okay, das war ziemlich gut. Oh Gott, der kommt auch noch. Verschwinde, Spider-Man. Au. Wow, Alter. Richtig schön weggeknallt. Ich komm schon. Was? Oh, ich bin gerade voll drin. Ein erfolgreiche 15er-Treffer-Kombo gibt dir die Fähigkeit, einen Finisher auszuführen. Okay, ja, okay. Machen wir. Ciao. Oh, richtig schön in die Schnauze. Wo sind sie denn? Ach du Scheiße. Oh, what the fuck? Alter. Wie geil das gemacht ist. Ciao. Jawoll. Oh, macht das einen Bock. Das macht richtig Spaß. Puh. Bin da. Aber wo sind die? Spider-Man, alles klar? Puh. Hier geht's rund, sag ich dir. Oh oh. Ja. Au. Pete. Peter? Pete, wach auf. Peter. Nicht gut. Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Oh, geil. Der ist doch gut. Miles, verschwinde hier. Mann. Hau endlich. Let's go. Der war geil. Was war das? Ein guter Schlag, würde ich sagen. Ein richtig guter Schlag. Venom-Schlag. Okay, drück L1 und... Alter, macht das Bock. Venom-Schlag verursacht beim Aufprall Venom-Schocker. Venom-geschockte Gegner erleiden durch Basisangriffe zusätzlichen Schaden. Let's go. Du benötigst Venomkraft, um Venomschlag auszuführen. Baue Venomkraft auf, indem du Gegner angreifst oder ihnen ausweichst. Let's go. Wie mache ich das überhaupt? Rainer. Tüten? Oder eine Feldinduktion?
Uiuiuiui. Kann ich den jetzt nochmal machen? Ah, ich muss davor stehen. Geil. Richtig schön in die Fresse. Lass mal sehen, was du drauf hast. Alter Schwede, ich muss echt ein bisschen aufpassen bei dem, der ist krass. Ciao. Geil. Autsch. Oh, das willst du nicht ab. Das willst du nicht abkriegen. Ja, ja, ich bin schon unten, bin schon unten. Ein würdiger Gegner. Meinst du? Manche Reihen bringen dich auch nicht weiter, Alexi. Oh, fuck. In Zukunft nutzt eure Zeit ab. Keine Ausbrüche mehr. Komm rein. Oh. Du hältst mich nicht auf. Du hast dir einen Schlag zerstört. Ist dir das egal? Du hast heute vielen Leuten wehgetan, Alexi. Zu viel. Ja, der hat die ganze Stadt zerstört. Also die halbe. Oh, oh, oh. Ich drücke! Shit, ich war zu langsam. Oh, Junge, Junge, Junge. Wenn ich dich nicht antrete, dann ist das wie... Ihr habt was auf. Tontauben schießen. Tauben schießen? Nein. Alter, hat der eine Power, ne? Ich hasse Tauben schießen. Das hat gerade ganz dolle gedonnert bei mir draußen. Das schönste Weihnachtsgeschenk für New York wäre, wenn du einfach unten bleibst. Das hat richtig gut gepasst. Oh Junge, und richtig schön in die Fresse. Jawohl. Geile Power. Pete, alles gut? Bist du noch so halb? Uiuiui. Haben wir doch gut gemacht. Und Roxxon ist natürlich schon da. Natürlich. Na je. Und wer kommt? Jungs? Wow. Simon Krieger. Wow. Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Na, der ist jetzt schon Arschloch. Gleichfalls. Was soll ich da sagen? Biohazard! Hallihallo, Hallöchen! Ist in ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. No. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Oh, danke. Was aber ist das da für ein Typ? Nein, wir... Übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Ja, nee, eher nicht so. Ha, ha, hallo? Bah. Ich mag den jetzt schon nicht. Verschwinden wir. Und überlassen das der Polizei. Also. Ja. Danke. Ja, okay. Mensch, die gute Jacke ist kaputt. Was da die Mutti sagt. Und wir haben immer noch keine Kokosmilch. We are here for you. Da oben ist er. Wow. Ich will auch eine Pizza. Ich bin neidisch. Hey, Mann. Ich bin längst nicht wie das Original. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Spidey ist nicht in Town. Wir müssen alles regeln. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ja, das stimmt. Ich hatte Glück. Wir haben das ganz gut hingekriegt. Hey. Ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Das stimmt auch. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Oh, schön. Aber zuerst
legst du den Eid ab. Oh. Okay. Das fällt gleich runter. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's? Ist das ein echter Eid? Natürlich. Der Spidey-Eid. Doch nicht aus. Dann bist du nicht Spider-Man. Oh je. New Yorks einziger Spider-Man. Und wir wissen, ne? Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ja, das wird. Mann, oh Mann. Und die Jacke ist kaputt. Da wird die Mutti nicht begeistert sein. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht. Na, bitte nicht. Wir schaffen das. Netze gut festhalten. Abgeschlossen. Jawohl, sehr gut. Aktuelle Stufe 2. Fertigkeitspunkt haben wir auch eingekriegt. Okay, Fertigkeitenbaum. Machen wir. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mit der Musik mache. Höchstwahrscheinlich kriege ich damit Probleme, aber ja, ich lass mal drin, ne? So, erstmal ganz kurz. Biohazard. Hallihallo, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen angenehmen Tag. Wir spielen eine Runde. Ja, Marvel Spider-Man Miles Morales. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fähigkeitenpunkt verdient. Fertigkeitenpunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte verdient hast. Das wissen wir, aber ich lese es trotzdem vor. Schließe Mission ab und besiege Gegner, um EP zu erhalten und mehr Fertigkeitenpunkte zu verdienen. Ich merke gerade, es fängt an zu regnen draußen. Cool. Markiere eine Fähigkeit und halte X gedrückt, um sie freizuschalten. Jawohl, machen wir. Achso, soll ich machen? Ja, ich kann ja jetzt gerade bloß eine, nicht wahr? Oder was ist denn was hier? Wir sollen bestimmt den Venom-Schlag hier machen, ne? Venom-Schmetter! Drücke, ja, L1 und eine Tastenkombi, um einen Venom-Schmetter auszuführen, um die umstehenden Gegner Schaden zuzufügen, ihrem Venom-Schocker und ihnen Venom-Schocker versetzt. Okay, gut. Hau rein! Venom-Schmetter ist jetzt in den Moves zu finden. Geil!